Was gab es diese Woche Neues aus Wirtschaft und Unternehmen? Rekordergebnisse wurden erzielt und das trotz des schwierigen Umfelds 2022, das ja eins der schwächsten Börsenjahre seit der Finanzmarktkrise war. Rekordergebnisse bei Mercedes beispielsweise. Die Luxusstrategie des Chefs Ola Källenius zahlt sich offenbar aus bei dem Unternehmen. Das Unternehmen ist so profitabel wie nie. Gewinn, Umsatz sind kräftig gestiegen und es wird eine Rekorddividende an die Aktionäre ausgeschüttet. Zusätzlich sollen massenhaft eigene Aktien zurückgekauft werden. Ola Källenius legt ja sehr viel Wert auf die Zufriedenheit seiner Aktionäre. Dennoch darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Ausblick für dieses Jahr, also 2023, mit Unsicherheiten verbunden ist. Beispielsweise der Auftragseingang, der in Europa deutlich schwächelt. Oder aber auch viele Unsicherheiten natürlich, was die Inflation betrifft und die Zinsentwicklung und vor allen Dingen auch den Ukraine-Krieg. Die Margenspitze, so sagt er, scheint vorerst zumindest erreicht zu sein. Zu diesen Unwägbarkeiten und dem Druck auf die Margenspitze zählt natürlich auch die Inflationsprämie, die an die berechtigten Mitarbeiter ausgezahlt werden muss, sowie Zahlungen an ausgewählte Lieferanten. Und da haben einige aufgehorcht, denn Lieferanten geht es ja bei weitem nicht so gut wie den Autoherstellern. Die sind zum Teil massiv unter Druck, eben wegen dieser Umstellungsproblematik auf das automatisierte Fahren, auf Elektromobilität und natürlich auf die Schwierigkeiten mit den Lieferabrufen im letzten Jahr, die viele bis an die Grenzen gebracht haben. Und da muss Mercedes und offenbar auch andere Autokonzerne auch bestimmte Zulieferer, die systemrelevant sind, wie immer schön gesagt wird, unterstützen, damit sie aus dieser Krise wieder herauskommen. Die Strategie von Mercedes soll weiterhin sein, in Summe bei weniger Absatz. Absatzzahlen sind ja immer noch schwierig, immer noch weit von Rekordniveaus entfernt und trotzdem mehr Gewinn erzielt werden. Und das eben wegen höherer Preise und wegen einer höheren Ausstattung und es sollen mehr Extras verkauft werden. Also in Summe soll diese Strategie aufgehen und Ola Källenius sagt, Mercedes ist trotz dieser Unwägbarkeiten für die Zukunft enorm gut aufgestellt. Auch bei Allianz, dem großen Versicherungskonzern, kam es zu Rekordergebnissen. Der operative Gewinn war 2022 so hoch wie noch nie. Die Dividende soll weiter angehoben werden und geliefert haben sowohl die Sparten Sach als auch die Lebensversicherungen. Da sind deutliche Zuwächse erzielt worden. Geschwächelt haben die Vermögensverwalter bei der Allianz, also PIMCO und Allianz Global Investors. Da haben sich die Auswirkungen der Zinswende bemerkbar gemacht und auf das Ergebnis dieser beiden Sparten gedrückt. Nun baut der Siemens-Chef Roland Busch den Konzern weiter um. Das haben ja viele auf der Hauptversammlung gefordert. Siemens soll weiter Richtung Digitalisierung aus- und umgebaut werden. Das Geschäft mit den großen Motoren soll jetzt abgespalten werden. Und nach dieser Abspaltung, also einer Verselbstständigung des Geschäfts, sollen dann alle Optionen geprüft werden. Das kann dann ein Verkauf sein, das kann aber auch ein Börsengang sein. Die Bewertung dieses dann neu geschaffenen Geschäftsbereichs könnte bei über 2 Milliarden Euro liegen. Mit der Abspaltung will Siemens sein Profil als immer mehr rein rassiger Digitalkonzern weiterhin stärken und schärfen.
Die EU-Kommission sieht mittlerweile keine Rezessionsgefahr mehr für Europa. 2023 soll das Wachstum in der Eurozone bei 0,9% liegen. Die Inflation soll nach dieser Prognose auf 5,6% zurückgehen. Und die Arbeitslosigkeit bleibt auf Rekordtief. Und die Gefahr einer Gasknappheit, die hat deutlich abgenommen. Die Gaspreise sind mittlerweile sogar wieder auf dem Niveau vor dem Ukraine-Krieg zurückgekehrt. Auch sehr positiv im ersten Quartal soll die Eurozone auch wachsen. Da haben ja viele fest angenommen, dass es zu einer Rezession kommt. Das ist natürlich nach wie vor nicht ausgeschlossen. Dieses Risiko besteht weiterhin, aber die EU-Kommission sieht es in der Eurozone zumindest nicht mehr. Im vergangenen Jahr, auch das lässt aufhorchen, ist die europäische Wirtschaft übrigens mit 3,5% stärker gewachsen als die USA und als China. Das gab schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Und das ist vermutlich auch der Grund, warum jetzt viele amerikanische Fonds verstärkt in Europa investiert haben. Die Inflationsrate in den USA im Januar ist wie erwartet weiter gesunken, aber nicht so stark wie von Experten erwartet. Sie ist auf 6,4% gestiegen nach 6,5% im Dezember. Ökonomen hatten einen stärkeren Rückgang erwartet. Dennoch ist es mittlerweile der siebte Rückgang in Folge. Die Arbeitslosenrate ist auf 3,4% gesunken in den USA und das ist auch der niedrigste Stand seit 1969. Auch das lässt aufhorchen. Sehr bemerkenswert. Das wiederum aber erhöht den Druck natürlich auf die Zinspolitik der US-Notenbank und auf die Löhne, also insgesamt auf die Inflationsrate. Die deutschen Erzeugerpreise sind im Januar zum vierten Mal hintereinander gesunken. Dieses Mal sogar um 1% im Vergleich zum Vormonat. Grund: die zurückgehenden Energiepreise in erster Linie. Das verheißt natürlich auch Gutes für die künftige Entwicklung der Inflationsraten, der Verbraucherpreisentwicklung, weil die Erzeugerpreise dem vorausgehen. Das ist der Vorläufer der später dann bekanntgegebenen und folgenden Inflationsraten in der Regel, weil natürlich die Erzeugerpreise die Verbraucherpreise massiv beeinflussen. Ein weiterer Grund für den Rückgang ist aber auch die Entspannung bei den Lieferketten der Industrie. Auch das wirkt preisstabilisierend und preismindernd. Und das ist auch sehr positiv, dass es da endlich auf einem breiten Feld Entspannung gibt mittlerweile. Die US-Einzelhandelsumsätze sind zu Beginn des Jahres wieder deutlich gestiegen. Auch das positiv. Vorne mit dabei war der Absatz von Autos und Benzin. Ohne Benzin immer noch keine Autos bei den Verbrennern zumindest. Auch die Stimmung in den Unternehmen hat sich weiter aufgehellt. Also alles in allem positive Signale, die von dieser Woche ausgegangen sind. Das war's von mir. Was ist Ihnen aufgefallen? Schreiben Sie es mir in die Kommentare und schreiben Sie mir auch Ihre Meinung zu den Punkten, die ich angesprochen habe, in die Kommentare. Ich freue mich wie immer, wenn Sie mein Video liken, weiterverteilen und meinen Kanal abonnieren. Ein schönes Wochenende, bis zur neuen Woche. Machen Sie es gut.